prohibito y poco del apetito. Ben apetito? Del apetito. Del apetito? La zuppa, la fai, col pane ci c'hai. A tavolo e fiscia a letto e matto perfetto. Amicizia stretta dal vino non dura da sera e mattino. Der Tag, wo die Wellen richtig hoch waren, weil man hatte einfach Spaß. Man hat nicht gemerkt, dass die Wellen weniger geworden sind und weniger, weil man hatte einfach nur Spaß. Erstens, weil der Katamaran sicher ist, stabil gebaut ist, extra für Familien eigentlich gedacht ist. Man schön braun werden kann und das Leben genießen kann. Wir sitzen immer da vorne auf so einer Plattform und dann gucken wir immer aufs Wasser und das ist eigentlich ganz schön. Manchmal liegen wir auch oben auf dem Deck bei den Sonnenliegen und ja, mein Lieblingsplatz ist oben auf dem Deck. Okay. Bei den Sonnigen. Wir sind nach Sardinien gekommen, weil wir mit Join the Crew im Mittelmeer ein bisschen segeln wollten. Und wir haben ja schon so ein bisschen Segelerfahrung, also ganz kleines bisschen. Wir sind ja in Australien gesegelt und ich muss sagen, das ist was komplett anderes, hier im Mittelmeer zu segeln, weil das Meer einfach tobt. Es ist wirklich nicht zu vergleichen. Es ist viel abenteuerlicher als damals in Australien und es gefällt mir aber richtig gut. Wir sind gestartet in Olbia, da ist der Hafen, da sind wir auf den Katamaran raufgestiegen, haben unsere Sachen eingeladen und haben mit dem Skipper Simon zusammen beschlossen, welche Route wir fahren und haben uns überlegt, dass wir Richtung Korsika segeln werden und mit ein paar Stopps, die wir dann aber auch selber bestimmen können. Also je nachdem, welche Bucht wir anfahren, haben wir dann quasi morgens mal so ein bisschen besprochen, was so auf der Tagesordnung ansteht und ich muss sagen, es ist der absolute Wahnsinn. Es bringt einfach unfassbar Spaß, weil die weil das Leben auf dem Katamaran, das ist so ein bisschen wie mit dem Wohnmobilreisen, nur noch abenteuerlicher. Genau, wir leben auf dem Katamaran hier zu sechst mit dem Skipper Simon. Wir rücken also ganz dicht zusammen. Ich finde das toll, dass wir so viel zusammen Zeit verbringen. Ich finde das auch überhaupt nicht langweilig, weil erstmal segeln wir los. Die erste Stunde sitzen alle auf dem Sonnendeck und sonnen sich. Stefan und Simon sind oben und segeln. Und dann kommen wir an irgendeine Bucht, mal ein bisschen gucken und schauen, wie weit es zum
zum Strand ist, dann springen wir ins Wasser, dann nehmen wir unser Einhorn, wir nehmen das Paddel, das Stand-Up-Paddel. Und also ich finde das total toll. Wir spielen natürlich abends auch ganz viel drinnen mit den Kindern auch, aber der Katamaran an sich bietet einfach den Kindern schon so eine, ja, wie so eine Spielwiese. Es bringt einfach unfassbar Spaß und es ist auch immer sicher. Ich habe früher immer gedacht, das Segeln nur für Paare ist oder für Erwachsene, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich finde das unfassbar kinderfreundlich hier auf dem Boot. Der Katamaran ist ja ziemlich breit. Wir haben ziemlich viel Platz an Bord. Also jeder hat hier seine eigene Kabine. Das ist natürlich total schön. Es gibt sogar noch so kleine Einzelkabinen vorne, wo man sich zurückziehen kann, wenn man wirklich maximale Ruhe haben will. Und also wir haben hier wirklich genug Platz. Es ist immer, wir fühlen uns auch immer sicher. Also es ist nicht so, dass ich sage, oha, Segeln ist jetzt so eine gefährliche Sportart, das könnte ich Familie nicht empfehlen. Nee, so ist es auf gar keinen Fall. Ich würde es immer wieder machen. Und sobald man aufs Meer rausfährt, aus einer Bucht und den Anker reinzieht, dann fühlt man diese Ruhe, man fühlt sich so umwogen von diesen Wellen. Und das hat so eine enorme Wirkung auf uns alle. Wir sind alle total in unserer Mitte und sind total ausgeglichen und freuen uns eigentlich immer wieder, wenn wir wenn wir das Wasser sehen, wenn wir die Wellen hören, wie sie rauschen, wenn wir hier Möwen sehen, das ist einfach, oh, das ist einfach schön. Ich könnte das immer machen. Das Spannendste an der Reise war der zweite Tag tatsächlich, weil da waren ziemlich viele Wellen und es ging richtig hoch und runter. Wir Kinder fanden das richtig schön. Wir waren vorne, haben gesessen auf dem Katamaran und es ging richtig hoch und runter. Das war total lustig. Das Mittelmeer ist definitiv anders als die anderen Meere, die wir bisher bereist haben. Ich habe keine Angst mehr vor Haien, weil ich weiß, es gibt sie hier nicht. Und ja, wenn ich an den Skipper Simon denke, dann denke ich, er spielt oft mit uns Uno, Monopoly und ganz viele andere Kartenspiele. Und ist lustig drauf und ist ein guter Skipper. Ein typischer Tag auf dem Katamaran sieht so aus. Mama und Papa machen Sport und dann wird gefrühstückt, dann geht's los. Mit dem Katamaran fahren wir dann los und ja, dann ankern wir abends dann irgendwo in einer stillen Bucht ohne Wind. Dann hüpfen wir meistens gleich direkt ins Wasser und wir haben uns so ein Plastikeinhorn gekauft und das holen wir dann auch immer rauf und dann paddeln wir mit dem Sub irgendwo rum. Wird noch mal segeln gehen, aber dann vielleicht anders. Ich will vielleicht dann mal mit einem anderen Boot, mit vielleicht zusammengewürfelten Menschen, also nicht nur wir als Familie, sondern von so, ohne dass wir wissen, wer mit an Bord ist und so. Und ja, und vielleicht auf einem anderen Meer dann nochmal, genau. Also unser Katamaran ist ein 41 Fuß. Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung, ich komme nicht aus der Segelsprache. Ich glaube, ein knapp 10 Meter langer Katamaran, eine Bali 4.1, dafür steht das, glaube ich. Und bietet unfassbar viel Platz. Wir haben zwei Segel, wir dürfen mitsegeln, was ich auch total spannend finde. Es ist nicht so, dass man einfach nur wie auf so ein Touristenboot raufgeht und dann sich rumschippern lässt, sondern wir legen Hand mit an und dürfen die Segel mit hochziehen, dürfen die Schoten bedienen und lernen und werden von unserem Skipper Simon hier eben auch extremst rangeführt an den Segelsport. Und dieses Motto von Join the Crew, dass man da auch direkt mitmacht, empfinde ich als sehr positiv hier. Der Katamaran hier ist voll ausgestattet, also wir haben alles, was man natürlich an Sicherheitsmerkmalen braucht, was einen als Familienvater natürlich beruhigt. Genauso haben wir natürlich eine voll ausgestattete Küche, die Kabinen, wir haben Bettwäsche, Handtücher, alles ist dabei. Wir haben einen Dinghy, das ist dieses kleine Beiboot. Was ich auch extrem positiv empfinde, ist, dass wir auf diesem Katamaran der Salon, dass der höher ist als bei einem normalen Segelboot, wo das Leben ja, wenn man nicht im Cockpit hinten ist, unter Tage, möchte ich mal fast sagen, stattfindet. Und das hat immer so diese Perspektive, dass man von unten nur den Himmel sieht durch die kleinen Sichtschlitze. Und dieser Katamaran mit dem erhöhten Salon hat einfach einen wunderbaren Panoramablick, dass man beim Segeln auch, wenn man mal drinne ist, nicht immer das Gefühl hat, man ist versteckt und man wird so schnell übel, sondern man kann wunderbar das Meer genießen. Und wenn wir abends essen und draußen sitzen, dann sitzen wir windgeschützt und haben trotzdem einen wunderbaren Blick auf die tollsten Sonnenuntergänge der Mittelmeere. Mir bringt Segeln unheimlich viel Spaß.
Ich habe gehofft, dass es den Kindern auch Spaß bringt und das tut es. Und wir werden auf jeden Fall wiederkommen, werden auf jeden Fall wieder segeln gehen. Ob es dann das Mittelmeer ist oder andere Regionen, das entscheiden wir dann auf unserer Reise, wie immer spontan. Am ersten Tag haben wir erstmal ein Boje-über-Bord-Manöver gemacht. Ich wurde, weil wir nicht so viele sind hier an Bord, als Co-Skipper auserkoren. Das heißt, ich musste das Manöver fahren, um mich mit dem Boot vertraut zu machen. Es klappte dann, ich glaube, im dritten Anlauf haben wir die Boje dann tatsächlich wieder an Deck holen können. Aber es wird sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt, was uns ein gutes Gefühl gibt. Der Skipper ist super erfahren. Simon ist selber über den Atlantik gefahren und jegliche Fragen werden uns hier eben auch beantwortet. Und es gibt ein super Gefühl als Familienvater. But let me tell you, I heard you too.